Im Kapitel Nummer 5 lernen Sie, den Fokus richtig zu setzen. Ja, in diesem Kapitel dreht sich alles um das Thema Schärfe, und zwar um den Fokuspunkt. Es ist ja nicht egal, wo Sie scharf stellen. Ob Sie jetzt den Autofokus nutzen oder mit der Hand fokussieren, die Schärfe im Bild, der Schärfepunkt, spielt eine ganz große Rolle. Es gibt also einen Spruch, der lautet: Zeige dem Betrachter, was du siehst. Ja, auf diesem Foto hätte ja der Fotograf eigentlich den Fokus auf die Pianistin setzen müssen. Diese bleibt aber in einer geheimnisvollen Unschärfe. Was hat er gemacht? Bei einer weit geöffneten Blende, erinnern Sie sich, kleine Zahl, kleiner Schärfenbereich, den Fokus hier in die Mitte des Bildes in den Klavierflügel gesetzt. Das heißt, ich zwinge damit ja auch den Betrachter, genau dorthin zu schauen. Natürlich würde der Betrachter viel lieber hierhin schauen, aber der Blick lenkt mich hier auf die Mitte, dort, wo der scharfe Bereich ist. Das ist aber noch lange nicht alles. Wichtig ist natürlich auch, dass die Kamera sich auf einen Punkt konzentrieren kann, gerade was Belichtungsmessung und Weißabgleich angeht. Wenn ich also meiner Kamera sage, hier scharf gestellt, dann wird auch die Mehrfeldbelichtungsmessung, also die Matrixmessung, ihren Fokus dort in diesem Bereich setzen, und dass ihr Bild vermutlich, wenn Sie alles richtig gemacht haben, auch exakt belichtet wird. Um auf die verschiedenen Autofokus-Modi Ihrer Kamera zugreifen zu können, gibt es verschiedene Wege. Zum einen über das Hauptmenü, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, auch nicht über mein Menü. Das ist so eine Funktion, die Sie häufiger brauchen. Sie erinnern sich, ich habe mir diese Funktion vorne auf die Funktionstaste gepackt, und durch Drücken und Drehen kann ich wechseln zwischen der AFA-Automatik, also der automatischen Erkennung, zwischen AFS und AFC und die Möglichkeit, hier auch die manuelle Einstellung vorzuwählen. Ganz einfach erklärt, AFS ist so die Standardeinstellung. Die Kamera löst wirklich erst dann aus, wenn scharf gestellt ist. Das heißt, Sie können noch so kräftig drücken. Wenn der Autofokus nichts erkennt, wird nicht ausgelöst. Der Modus AFC bedeutet, die Kamera löst immer aus, vollkommen egal, ob das Bild scharf oder unscharf ist. Sie haben keine schärfe Garantie, aber Sie haben die Garantie, auf jeden Fall ein Bild zu bekommen. Und wenn Sie sich den Kopf nicht machen möchten und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wann ich was brauche, dann nehmen Sie die Funktion AFA, Autofokus Automatik, und die Kamera entscheidet selber. Bei Objekten, die sich nicht bewegen, wird der Modus AFS verwendet, und sobald sich das Objekt bewegt, schaltet die Kamera um in den Modus AFC, auf den kontinuierlichen Autofokus, der dann wirklich mitfokussiert. Also belassen Sie es für den Anfang einfach in AFA. Ja, beginnen wir mit der Auswahl Einzelfeld. Das ist im Grunde genommen die Standardeinstellung, wenn Sie es mit überwiegend statischen Objekten zu tun haben. Sie können hier ganz einfach per Touch oder eben mit den Navigationstasten dieses sehr kleine Messfeld dann an die gewünschte Stelle bringen. Ideal übrigens auch für die Makrofotografie. An zweiter Position befindet sich die Auswahl dynamisch. Jetzt wird dieses kleinere Messfeld noch durch weitere AF-Punkte erweitert. Das heißt, der Radius wird ein bisschen vergrößert, sodass der Autofokus auch in diesen Bereichen noch zupacken kann. Die dritte Auswahl gibt es in zwei Varianten. Das große Messfeld gibt es einmal in der Small, in der etwas kleineren Variante, und in der L, in der etwas größeren Variante. Hier sehen wir jetzt schon deutlich das größere Messfeld. Das heißt, Sie können da die Auswahl relativ ungenau treffen, und die Kamera wird dann auf jeden Fall sicher die Schärfe erkennen. Außerdem lässt sich das große Messfeld noch mit der Gesichtserkennung erweitern. Also wenn ein Gesicht im Bild sicher erkannt wird, dann wird die Kamera das entsprechend anfokussieren. Das klappt hier bei meinem Playmobil-Männchen nicht so gut. Aber wenn Sie das in der Praxis ausprobieren, werden Sie hier auf jeden Fall mit der Gesichtserkennung bei Personenaufnahmen dann sehr schnell und sehr treffsicher ein scharfes Bild bekommen. Ja, die untere Reihe nochmal, das große Messfeld dann mit der Kombination Tiererkennung. Hier werden also dann Tiere erkannt. Auch hier sehr wichtig zu wissen, wenn Sie Tiere fotografieren, sollten Sie diese Option wählen, damit der Autofokus dann zielsicher auf ein Tier im Bild ansteuern kann. Kommen wir zur automatischen Messfeldsteuerung. Diese Funktion ist sehr interessant, und die können Sie im Grunde genommen auch als Standardeinstellung eingestellt lassen, wenn Sie der Kamera die Entscheidung überlassen wollen, wo der Fokus gesetzt wird.
Das heißt hier, wie in meinem Beispiel, ist es recht einfach für die Kamera. Dieses Männchen hebt sich ja klar vom Hintergrund ab. Das heißt, die Kamera erkennt schon sehr genau, wo sich das Objekt befindet. Und selbst wenn ich jetzt hier dieses Männchen ein bisschen hin und her bewege, dann sehen Sie sehr schön hier, dass die Kamera immer intelligent versucht, den Fokus hier auf dieses Objekt zu setzen. Das klappt mal ganz gut, mal mehr oder mal weniger. Wenn Sie aber bewusst fotografieren, wenn Sie bewusst fokussieren, dann sollten Sie diese Funktion nicht nehmen. Sie sehen dasselbe, wenn ich jetzt hier meine Hand zu sehr in den Vordergrund drücke, dann geht der Fokus sehr schnell auf die Hand in meinem Vordergrund. Und erst wenn ich meine Hand wieder aus dem Bild ziehe, erkennt die Kamera hier wieder das Männchen als Hauptobjekt an. Übrigens auch sehr gut geeignet für bewegte Motive, für spontane Fotografie, für Actionfotografie. Auf jeden Fall sollte diese Funktion einmal in der Praxis ausprobieren. Ja, und dann wie zuvor schon bei dem breiten Messfeld, kann ich hier nochmal dieses automatische Messfeld kombinieren mit der Gesichts- oder Tiererkennung. Auch da ist ein ganz wichtiger Hinweis. Machen Sie das bitte, damit Sie den Autofokus unterstützen können. Also wenn Sie Tiere fotografieren, dann in der Kombination mit der Tiereinstellung, und wenn Sie Personen fotografieren, in Kombination mit der Personeneinstellung, sodass der Autofokus noch zielsicherer arbeiten kann. Auch hier wieder Ihre Hausaufgabe. Probieren Sie die verschiedenen Funktionen unbedingt aus und nutzen Sie natürlich, wie hier gezeigt, auch die Touch-Funktion, um hier zum Beispiel mit einem Focus-Tracking zu arbeiten. Ich habe also einfach mit dem Finger hier einmal auf das Display getoucht, der Kamera mein Hauptmotiv gezeigt, und währenddessen ich das Motiv hier bewege, trackt die Kamera mein Objekt, also zieht im Grunde genommen mit. Und das ist natürlich auch eine tolle Option, um zum Beispiel aus einer Bewegung heraus zu arbeiten. Wir sehen hier wieder die Information auf dem Display. OK-Taste setzt das Feld zurück und die kleine Lupentaste auf der Rückseite der Kamera schaltet diese Funktion wieder ab. Ja, neben den vielen Möglichkeiten, die den Autofokus betreffen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, manuell zu fokussieren. Wann nutze ich das? In der Landschaftsfotografie, wenn ich im Studio arbeite, Tabletop, also immer dann, wenn der Autofokus einfach keinen Nutzen hat, stelle ich gerne mit der Hand scharf. Es ist ja nicht ganz einfach, dann den Schärfepunkt zu finden. Dafür hat natürlich Nikon Werkzeuge eingebaut, die uns dabei unterstützen. Und die möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Ja, zunächst einmal setze ich natürlich den Autofokus in die Position manuell Fokus. Ich drücke die I-Taste. Fokusmodus, jetzt auf Schärfepriorität gesetzt, OK-Taste drücken, und dann treffe ich hier die Auswahl MF wie manuelle Fokussierung. In dieser ersten Einstellung drehe ich einfach an meinem Fokusring am Objektiv, und Sie sehen hier, die Kamera zeigt mir zum einen die Entfernungseinstellung hier unten auf dem Monitor an, zum anderen unterstützt mich aber auch der Autofokus. Sie sehen, das Autofokusfeld ist immer noch rot, blinkt jetzt ein bisschen. Wenn ich noch ein Stück nach links drehe, dann leuchtet es in dieser Position grün auf. Ich habe also einmal auch im manuellen Fokus immer die Unterstützung des Autofokussystems, um die Schärfe schnell zu finden. Die zweite Option kommt aus der Videowelt, nennt sich eigentlich Focus Peaking oder Focus Peak. Nikon bezeichnet diese Option mit dem Begriff Konturfilter. Und Sie finden diese Option im Register Aufnahme anzeigen, D9, da klicken wir einmal drauf, und hier können Sie einmal den Pegel, diesen Peak-Pegel, da steht übrigens jetzt endlich auch der Begriff Peak, einstellen, also die Empfindlichkeit einstellen. Ich gehe hier einfach mal auf die Standardeinstellung, und Sie können natürlich auch die Farbe einstellen. Ich wähle jetzt hier mal die Farbe Rot, die passt jetzt ganz gut zu meinem Objekt. Ich tippe auf den Auslöser, und wenn ich jetzt an meinem Fokusring drehe, dann habe ich mehrere Optionen. Ich habe hier wieder den Autofokus, das Autofokus-Messfeld, was mich unterstützt. Ich habe aber auch, das können Sie, glaube ich, sehr schön sehen, hier diesen roten Fokus-Peak, in dem ich sehr schnell und sehr exakt die Schärfe bestimmen kann. Also auch eine Möglichkeit, um manuell in der Fokussierung unterstützt zu werden. Jetzt noch ein abschließender Tipp an die Sportfotografen. Folgendes Beispiel. Sie haben Hürdenläufer zu fotografieren, und das ist ja eine sehr, sehr unruhige Situation. Natürlich wird die Kamera das mit ihren vielen Autofokus-Messfeldern schaffen. Aber was ist, wenn die Kamera aus Versehen vielleicht doch mal auf die Hürde scharf stellt und nicht auf den Läufer?
Um es einfach zu machen, Sie hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können den Fokus manuell auf die Hürde setzen, eine Möglichkeit. Sie können aber auch die AF-ON-Taste benutzen. AF-ON-Taste, genau. Ich habe jetzt für diese Übung, die ich Ihnen zeigen will, meine AEL-Taste im Menü umkonfiguriert auf AF-ON. Das zeige ich Ihnen einmal und dann will ich Ihnen den Nutzen dieser Funktion natürlich auch zeigen. Bevor wir die AF-ON-Taste nutzen, müssen wir im Menü zwei Einstellungen vornehmen. Wir gehen zuerst in das Register Individualfunktion und wählen den Menüpunkt Autofokus aus. Gehen Sie weiter auf den Punkt A6, Autofokus Aktivierung. Das bezieht sich jetzt auf den Auslöser. Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, Sie erinnern sich, wird das Belichtungsmesssystem und der Autofokus zusammen aktiviert und das ist auch vollkommen okay. Hier setze ich aber diese Funktion bewusst auf nur AF-ON-Taste. Das heißt, jetzt aktiviert nicht der Auslöser den Autofokus, sondern die AF-ON-Taste. Im zweiten Schritt gehen Sie bitte ins Register Bedienelemente und wählen dort benutzerdefinierte Bedienelemente. Da waren wir ja heute schon mal. Bestätigen Sie auch damit OK. Und jetzt suchen Sie sich eine Taste aus, die Sie mit der AF-ON-Funktion belegen wollen. Ich empfehle, die AEL-AFL-Taste damit zu belegen, also die Auswahl mit OK bestätigen. Dann suchen Sie sich den entsprechenden Menüpunkt aus, AF-ON, bestätigen wieder mit OK und verlassen mit der Taste Menü diesen Menüpunkt. Ja, nehmen wir wieder mein Playmobil-Männchen, das jetzt gedanklich über eine Hürde springt. Ich drücke jetzt den Auslöser der Kamera und nichts passiert, es wird nur die Belichtung gemessen. Jetzt drücke ich die rückwärtige AEL-AFON-Taste, die haben wir ja gerade mit der Funktion AFON belegt. Zack, der Fokus wird jetzt fixiert, in diesem Fall auf das Männchen oder auf die Hürde oder auf was auch immer Sie Wert legen. Jetzt kann ich hier auf den Auslöser drücken und selbst wenn sich jetzt hier die Hürde bewegt oder in diesem Fall mein Männchen ein Stück zur Seite bewegt und aber in der Fokusebene bleibt, ich kann auf den Auslöser drücken, ich kann ein Foto machen. Die Schärfe bleibt exakt in dieser Ebene.